Was geht ab, Leute, und damit herzlich willkommen hier zu diesem neuen FIFA 18 Video. Und heute gibt es einen weiteren FIFA Talk. Das heißt, wir reden auch heute wieder über aktuelle Themen rund um FIFA 18. Heute ist das Ganze ziemlich Bug und Glitch und Fail-artig, würde ich mal sagen. Und dann auch noch eine Hauptinfo zu einem Ereignis, welches bald folgt. Ich würde sagen, wir gehen direkt rein ins allererste Thema. Beim ersten Thema geht es um Mega Packlag, und zwar hat jemand, der mir das auf Instagram gesendet hat, danke dafür auf jeden Fall, einfach mal in einem Silberpack Aubameyang die transferierte Karte gezogen und konnte den dann eben für 256.000 Münzen wieder verkaufen. Sowas wünscht man sich. Man öffnet ein Silberpack und zieht dann Aubameyang und kann ihn für über 250.000 verkaufen. Das ist echt richtig nice. Und falls ihr so Mega Packlag hattet, irgendwie in dem Bronzepack eine Icon, ja, wenn es überhaupt möglich ist, oder halt in einem Silberpack oder so irgendwas richtig krasses, dann schreibt mir das auf jeden Fall auf Instagram. Da schaue ich auf jeden Fall immer gerne in meine Nachrichten rein. Wir machen weiter mit dem nächsten Bug, und zwar hat hier jemand einen 83er Spieler gezogen, aber es kamen keine Leinwände. Sowas dürfte ja eigentlich nicht sein. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr das auch schon mal hattet. Ich persönlich hatte es noch nie, aber es sieht schon ziemlich weird aus, einen 83er zu ziehen ohne Leinwände. Aber das ist anscheinend mal passiert, und das ist ein weiterer Fail in FIFA 18. Ja, beim dritten Thema geht's wieder mal um einen Fail, und zwar ist hier einfach Ronaldo bei der Team of the Week Anzeige Spanier. Ja, der ist einfach Spanier. Gönnung, ja, kann man so machen. Ich habe keine Ahnung, wieso das so angezeigt wird, aber Anzeigefehler sind ja in FIFA 18 sowieso zum Normalfall geworden. Also dieser Fehler, wo man 65.000 verkaufte Spieler hat, den haben mir ungefähr 700 Leute eingesendet. Aber sowas habe ich noch nicht gesehen, deswegen, ja, auch sowas. Gerne immer auf Instagram einfach mal schicken, ich schaue mir das wirklich immer gerne durch. Ja, und dann sind wir jetzt auch schon beim vierten Thema angelangt. Ihr merkt, das soll jetzt wirklich nur eine kurze, knackige Folge werden. Und zwar geht es hier um Foot Birthday. Dazu würde ich euch empfehlen, einfach das Info-Video anzuschauen, welches ich euch in der Beschreibung verlinkt habe. Und zwar wird das nämlich gegen Ende März alles starten, und da solltet ihr euch ein bisschen drauf vorbereiten. Deswegen da unbedingt das Video nochmal abchecken und euch dort die wichtigsten Infos rausholen. Ich will jetzt nicht einfach alles wiederholen. Ich habe das ja damals schon eben in dem Video gebracht, und da solltet ihr auf jeden Fall vielleicht ein oder andere Karte holen noch vorher und so. Also checkt das Video einfach mal ab und ja, bereitet euch gut auf Foot Birthday in FIFA 18 vor. Als letztes habe ich nochmal was richtig krasses, und zwar gibt es einfach Rare Goldkarten, also seltene Goldspieler, die man für 350 Münzen Sofortkaufpreis bekommen kann. Das Mindeste beim Sofortkaufpreis bei Rare Goldkarten ist ja eigentlich 650, für 600 kann man sich die erbieten, tiefer geht's eigentlich nicht. Da gibt es ja diese Mindestpreisschranke, wenn man das so nennen kann, also einfach die Price Range, dass man da unten rum nichts mehr ändern kann, und ja, da kann man eben teilweise Spieler für 350 Münzen bekommen. Das sind geupgradete Karten, also diese Karten sind neu in den Packs, und da hat EA einfach einen Fehler gemacht, und das ist ganz oft bei diesen neuen Karten, bei neu geupgradeten Goldkarten, die jetzt eben rare sind, da fällt das eben ganz oft auf, dass diese Spieler für 350 Münzen tatsächlich auf dem Transfermarkt zu kaufen sind. Ja, Freunde, das war's auch schon wieder mit der kurzen, aber knackigen FIFA-Talk-Folge. Falls sie dir gefallen hat, lass gerne den Daumen nach oben da. Ich bin jetzt auch schon wieder raus. Vergesst nicht, habt immer High Hopes. Bis zum nächsten Mal und ciao!